Hallihallo, ich habe heute ganz kurz und knackig die Auswertung des aktuellen Subvotings für euch. Ja, was soll ich sagen? Es war sehr eindeutig, welches Buch gewonnen hat. Ich habe schon fast mit gerechnet, aber da auch ein anderes Buch noch in der, im Voting mit drin war, wo ich dachte, gut, das haben auch sehr viele gelesen und gut gefunden, war ich mir dann doch nicht so sicher, aber es hat sich echt schon in den ersten Stunden eigentlich abgezeichnet, welches Buch gewinnen wird. Und zwar war das Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Jun. Dafür habt ihr echt mit großer Mehrheit gewotet. Ich hatte, glaube ich, so 15 Stimmen mehr als das zweite Buch. Das war Wohin du auch gehst. Ich freue mich darüber. Ich finde, das passt einfach wahnsinnig gut in den Frühling. Ich möchte den Film gern gucken und von daher müsste ich es jetzt sowieso bald lesen. Und noch dazu glaube ich, dass dieses Buch sich relativ schnell lesen lassen wird, was sehr praktisch ist, weil ich schon wieder einiges auf meiner To-Read-List habe. Und ja, auch viele Leserunden, von daher passt das ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch. Es wird dazu, wenn ich es gelesen habe, auch auf jeden Fall eine Rezension geben, auch wenn es viele von euch schon gelesen haben. Gab es doch ein paar, die dazu geschrieben haben. Sie wären auf meine Meinung gespannt und die möchte ich dann natürlich mit euch teilen. Ja, mehr bleibt mir auch schon gar nicht mehr zu sagen. Vielen Dank für euer Voting. Ich glaube, zum Inhalt brauche ich auch echt gar nichts mehr sagen, weil ihr alle das Buch kennt. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dann war es das auch für heute schon von mir. Wieder mal ein sehr kurzes, knappes Video. Aber ab nächste Woche gibt es ja auch wieder längere Videos. Da wird es Zeit für die Leseliste und für mein Neuzugänge-Video für den Februar. Von daher ist das, denke ich mal, nicht so dramatisch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.